Spaß. So, es geht los, es geht weiter. Geht's zum nächsten hier. Hier stehen die ganzen Trucks und Fahrzeuge der Spieler. Unglaublich, was hier los ist. Wir werden sehen. Das scheint eine ganze Reihe sein. Diesen Arschfällen. Schön auf das Portal hämmern. Wobei der Schuhverkäufer als erstes da muss, da steht er noch. Der Schütze, Hellbackschütze, sind meine Schuhverkäufer. Ja, ich weiß, dass du mich jetzt fokussiert hast, Kollege, aber... Leute, danke schön. Jetzt kommen noch andere Mutanten hinzu, auch nicht schlecht. Und wie ihr seht hier, guck mal, was die aushalten. Guckt euch das an, das ist doch unglaublich. Boah. Also ich brauch mal hier Hilfe. Deine Mami, Junge. So. Oh, da ist ein grünes Item gedroppt. Werden wir gleich mal schauen. Mehrere sogar. Zack, Splitter. Das haben wir erstmal wieder auf die Mütze gekriegt. Also, wer hier Sniper spielt oder spielen möchte, der muss verdammt schnell und oft zielen. Da hinten. Das Ding zumachen, jawohl. Krieger ist doch ätzend, oder? Jetzt hat er sich schon eingebuddelt und kommt gleich hinter mir wieder raus. Bist du wohl weg? Och, da lag ein Kollege von uns. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Pass auf! Ein Schuhverkäufer. Leute, geht auf den Krieger hier. Mann, fall doch um, du. Mando. Im Moment sind jetzt so viele Spieler hier, man weiß gar nicht mehr, wo man drauf schießen soll. Alles bewegt sich. Unglaublich. Der Schuhverkäufer zuerst. Fall doch um. Zack. Aber wenn man diese scheiß Schuhe anhat, das ist ätzend. Und es gibt Waffen, da können wir das nämlich auch mit den Mutanten. Und dann läuft das Ganze erstmal ein bisschen entspannter ab. Jetzt müssen wir wieder einsammeln. Wir haben eine Menge Credits gemacht. Und Ressourcen. Das ist der Schuhverkäufer. Da stand ich genau drin.
es gibt auch Waffen, wenn ich mich nicht irre, zumindest gab es in den anderen Battles, die können andere Spieler heilen. Also sozusagen ein Heilstrahl ist das. Ah, der Krieger hier. Jawohl. Der hält verdammt viel aus, der Kamera. Schuhverkäufer. Jetzt bitte nicht explodieren, wo ich sammle. Da schmeißt einer tatsächlich Granaten, wo ich gerade gelaufen bin. Unglaublich. Mann. Wer glaubt, wird selig, Leute. Glaube stirbt zuletzt. Na, das war nicht so schwer, oder? Nö, aber da haben wir direkt den nächsten wieder. Gibt's doch gar nicht, Leute, was ist hier los? Da wollen wir uns nicht lumpen lassen, ne? Sind wir mit dabei, mit von der Partie. Auf und da wiedersehen. Also, was wir gerade die ganze Zeit vermisst haben, sehen wir jetzt. Und jetzt sehen wir auch, dass der schneller ist als ich. Also, das heißt, er hat schon ein Upgrade für sein Dings freigeschalten. Ja, wie kann anders sein? Ich fahre voll vor dem Baum. Man kann auch hier mit seinem Ding schön durchfahren. Die Hellback zwar wegpusten, aber wollen wir jetzt nicht. Also das scheint jetzt schon ein größerer Angriff hier zu sein. Ich weiß nicht genau, wie die sich zusammensetzen, die Angriffe. Ich glaube, wenn je nachdem, wie viel in der Region los ist und wie viele Quests erledigt worden sind, so Auslöser-Quests, da spielt schon mal gerade. Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir hier eine Munition bekommen. So, sollte es das gewesen sein? Na, das war nicht so schwer, oder? Nö, das war nicht so schwer. Da hinten ist schon wieder ein neuer. Also jetzt... Irgendwas läuft doch jetzt hier schief. Wo ist jetzt mein Fahrzeug? Erstmal die Scrits einsammeln. Da ist es. Auf geht's zum nächsten Arschfall. So, er hat den Booster gezündet. Habt ihr das gesehen hinten? Da kamen die Raketen da raus. Kann man auch... Oh, hier, das ist schon ein ganz großer... Und hier gibt es leider kaum Munition. Oder zumindest gibt es einige, die keine Munition haben. Aber jetzt sah ich kurz lustig. Jetzt. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Der Monarch, der muss getötet werden. Auf jeden Fall. Ich spare meine Munition ein bisschen. Weil was jetzt kommt, wird nicht mehr feierlich werden. Man kann schießen und man sieht, es bewegt sich gar nichts. Und vor allen Dingen müssen die Schubverkäufer weg. Schieß auf das rechtliche Maul des Teufelsbraten. Nur dort ist er verwundbar. Ja, und die Schubverkäufer hier. Fall doch um, du Holzkopf da. Ja, du Schuhverkäufer. Patsche. Ich hab Schuhgröße 47 nochmal. So, ihr seht, meine Munition geht langsam zur Neige. So, und jetzt gleich geht meine Munition zu Ende. Wenn ich jetzt keine Munition finde, war es das für mich schon fast.
bekomme ich jetzt Munition her? Das ist die Frage. Irgendwo eine Kiste muss hier sein. Suchen wir uns eine Kiste hier mit Munition. Die werden jetzt hier alle rumlaufen und haben keine Munition. Das ist unglaublich, wie die hier rumlaufen und ihre Munition suchen. Aber irgendwo hier in der Nähe gibt es eine Kiste. Da fährt der Erste da oben schon und sucht Munition. Das ist ein bisschen blöd gemacht an diesen. Seht ihr? Da oben ist eine Munitionskiste. Da sind die nämlich jetzt alle hin. Das machen wir jetzt nämlich auch. Zack. Auf geht's ins Getümmel. Wobei da lang aus Crits. Bam! Ja, man kann auf die ballern bis zum geht nicht mehr. Die fallen einfach nicht um, die Kollegen. Und die Sniper hier einfach rum. Hier läuft Pumpen Joe rum. In der Hoffnung.